2134 Höhenmeter. Reicht. Und gut schaut aus, der Bub. Ja. Gott ist barmherzig. Jetzt sollte er uns wieder gut euch lassen. Willkommen zu diesem Video. Herzlich willkommen. Grüß euch. Denzer steht da. Aviteri, servus. Ich stehe da und wir stehen da so am Wintergipfel vom Mandelkopf in Hütschlag. Es ist heute fetzenblau, brutal. Brutal, ja. Denzer mit seinen 95er Lotten, mit meinen 120er. Wir haben schneidig aufgeschmiert. Ja, schauen wir mal, was hier alles so ausgeht. Wie viele Höhenmeter und was für eine Berg. Lasst euch überraschen, viel Spaß mit dem Video. Bei der Skitour auf den Käskogel handelt es sich sicherlich um die Königsskitour im Salzburger Großalltal, ausgehend vom Bergsteigerdorf Hütschlag. 600 Höhenmeter ist da jetzt durch den Wald aufgegangen. Ja, bist du deppert. Plagerei, aber hat sich schon ausgezahlt. Am Gipfel wartet ein wunderbarer Blick auf alle Größen der Hohen Tauern, wie zum Beispiel Großer Hafner, Hochalmspitze, an Kogel, Rauhrisser Sonnenblick, Großglockner und so weiter auf uns. Insgesamt eine sehr herausfordernde Skitour auf den höchsten Gipfel im Tal der Skitouren, die aufgrund der Dauer und Länge sehr gute Kondition, entsprechendes skifahrerisches Können und nicht zuletzt Gletschererfahrung und guten Orientierungssinn erfordert. Nach den ersten 600 Höhenmetern befinden wir uns im perfekten Skitourengelände. Die Flächen, wo wir heute heraus sind, wunderschön, traumhaft. Schaut euch das mal an. Von der Moder Eckalm queren wir am platten Kogel vorbei zum Mandelkopf. Hier muss das Gelände gut eingeschätzt werden, da unter uns steile Felsabbrüche sind, über die wir nicht mit einer Lawine fortgeschwemmt werden wollen. Unterhalb des Mandelkopfs befindet sich ein Jausenstein, der sich hervorragend für eine kurze Pause eignet, bevor es in den schattigen Teil der Tour geht. Jetzt haben wir da auf 2200 Meter mal eine Pause gemacht, in der Sonne noch ein bisschen ausgenutzt und jetzt geht es weiter. Teilweise echt eingeblasen da. Der Triebschnee ist im Hochwinter oft ein wesentlicher Begleiter auf der gesamten Tour. Die Lawinensituation sollte daher nie unterschätzt werden. Somit sind bereits angelegte Spuren immer kritisch zu hinterfragen. Ja, das ist da beim Käskogel ein ewiger harscher Druck. Man sieht zwar bei den Gipfelhang, aber wenn man unten aus dem Steilwald rauskommt, dann braucht man sicher noch mal 2 Stunden, bis man eigentlich dann die letzten Höhenmeter noch vor sich hat. Genau. Ist schon ausdauernde Tour und mit 4 Stunden und 1800 Höhenmeter dementsprechend auch kräftezehrend. Sagenhafte Landschaft da. In der Zwischenzeit sind wir im Schatten, bleiben wir auch bis am Gipfelgrad. 2600 Meter sind wir, keine 300 Höhenmeter mehr bis zum Gipfel rauf. Ja. Der Gipfelhang im Gstößkäs ist bis zu 40 Grad steil und oft eingeblasen. Dementsprechend muss die Situation vor Ort immer und jederzeit kritisch hinterfragt werden, ob man eh noch weitergehen darf oder nicht. Ja, wir sind da jetzt in der Gipfelflanke, die steil drauf, 35 bis 40 Grad ungefähr steil. Angespannt ist. Die Leute sind schon oben.
Entlastungsabstand passt gut mit dem Tänzer. Es ist einblasen, aber der Triebschnee, der jetzt da ist mit Entlastungsabständen, sollte dort gut passen. Es ist vernachlässigbar. Circa 10 cm. Und da ist er schön gesetzt. Da ist jetzt der Aufstieg auf die Schorten. Normalerweise, wenn mehr Schnee ist, dann kann man es auch da seitlich rausqueren. Normalerweise kann man es da auch rausqueren. Im Frühjahr, wenn mehr Schnee ist. Ja, ausgestiegen sind wir heute, gell? Was sagst du zur Spur der Auffahrtänzer? Ja, einfach gewaltig. Ja, jetzt müssen wir halt den letzten Punkt mit einfach zu Fuß nochmal. Genau. Da unten Skidepot. Die ersten zwei sind schon alle gefahren. Vom Skidepot geht es die letzten 50 Meter in leichter Kraxelei auf den Gipfel hinauf. Ein Ausrutschen muss jedoch vermieden werden, da ein Absturz ansonsten durch felsdurchsetztes Gelände führen würde. So, jetzt haben wir es tatsächlich aufgeschafft auf 2890 Meter auf dem Käskogel. Fetzenblau ist heute. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Aber eine frische Brise blutet. Ja, es ist voll kalt. Da drüben. Ich gehe jetzt mal Richtung Hochalmspitz, müsste das sein. Da ist der Ankogel. Da oben Richtung Großglockner. Da kommen wir ursprünglich heute her. Da geht es in die Heimat und das Gipfelkreuz ist ja auch voll geil. Gottes barmherzig! Jetzt hat er uns wieder gut reichen lassen. Die Abfahrt erfolgt im Bereich der Aufstiegsroute. Wenn genügend Kondition vorhanden ist, kann noch der Mandelkogel mitgenommen werden, da in diesem Bereich ohnehin ein Aufstieg von 200 Meter erfolgen muss. Jetzt sind wir vom Skidepot runtergefahren bis auf 2950 Meter. Jetzt machen wir noch mal einen Gegenanstieg. Vielleicht gehen wir noch wo rauf und dann knacken wir die 2000 Höhenmeter auch noch. Und das mit insgesamt 9 Kilo an den Beinen. Fesches, lustiges, super ist. Wir sind jetzt durch das Kanal da oben gefahren und dann wieder aufgestiegen. Jetzt rankommen
zwei fleißige Hütschlager da gehabt. Die haben uns da geholfen. Schönen Dank nochmal, falls das Video 6. Ja, genau, und jetzt warten wir da mal zu unserem Gipfel. So schön. Aber mir reicht's für heute. Warst du auch fleißig? Da drüben ist der Käsekogel. Ja, hinten waren wir 2134 Höhenmeter. Reicht. Und gut schaut aus, der Bub. Ja. Wirklich. Ja. Ein Jasen war es jetzt. So, schau mal her, was ist denn da? Ja. Jetzt stehen wir da, wenn es stimmt, am Wintergipfel vom Mandelkopf. 2430 Meter sind wir jetzt. Da hinten ist der Gipfel, 2439 Meter. Den da sparen wir uns aber, weil von drüben reinfahren, das macht eher wenig Sinn. Wir fahren direkt von da weg, raus, fahren zur Alm und nachher durch den Wald runter. Ja, ein letztes Mal noch umbauen und dann geht es runter in Schatten. Unten machen wir nachher ein Resümee. Bist du deppert? Jetzt sind wir gut herunten angekommen. Die letzten 700 Höhenmeter von der Abfahrt haben wir eigentlich erspart, weil das war ja beim Aufsagen. Beim Aufgehen habe ich es auch schon gesagt. Ist das da rumgelaufen? Ich glaube, das schaut nicht so aus. Aber beim Aufgehen habe ich es eh auch schon gesagt, dass die ersten 700 Höhenmeter da durch den Wald rauf, ja, nicht so richtig viel können. Genau, es gibt normalerweise hinten oben auch noch eine Variante, aber es liegt jetzt von Haus aus ein bisschen zu wenig Schnee. Jetzt morgen kommt einer und dann müsste es passen. Sei es da durch den Wald runter, beziehungsweise vorne runter. Aber ab oben nachher, was haben wir da gehabt? 13, 14, nein mehr. Was ist da oben? Wo wir oben waren? Auf der eine, da waren wir ungefähr auf 1600 genau, Meter. 1600 ist echt ein gewaltiges Turngelände. Ja. Landschaftlich Wahnsinn, ich habe das ja gesehen, die Abfahrt war ein Traum. Da braucht die Ski natürlich vom Vorteil im oberen Teil, ja. Im unteren Teil sind kurze wieder vom Vorteil. Und na, super, ja. Dass wir die Tour wieder gemeistert haben. Mir jetzt auch so Tag, weil unser Plan war heute eigentlich ganz besonders gewesen. Ja. Wir wollten, aber das hören wir mal nach. Wir wollten in den Starnberg unterwegs sein und da haben wir uns schon ganz früh getroffen.
da ist kein Schnee gelegen, dann haben wir gesagt, fahren wir nach Hützschlag, gell, und machen wir das. Aber das war, ja, war gewaltig. Das mehr wie Auszeit. Also ich sage mal, so viel sportliche Zeit ist auf jeden Fall aus, da hinfahren. Man hat da einen Haufen Varianten, da fast jeder Gipfel vor dem Käskogel kann man mit Ski gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es alle heißen, Plattenkogel und Mandelkopf und was der Geier was. Aber man sieht eigentlich fast überall Spuren auf. Und genau, für alle Können, sage ich mal, ist was dabei. Und ja, und schneesicher, das ist, das liegt halt auch hoch und ja, schattig. Genau, so schaut's aus. Gibt's irgendwelche Fragen unten rein in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben da lassen, nicht vergessen. Kanal abonnieren, graue Glocken aktivieren. Das war's ja schon. Bis zum nächsten Mal. Bergheil, bleibt's geil. Ciao. Ciao.